Warte. Das ist jetzt nicht so gut, eigentlich. Verdammt, ich dachte, das wären wir die Bullen los. Livemate.net. Ich kann jetzt einfach hier seine E-Mails checken, ne? Genau. Sehr geehrter Mr. Minkow, es ist uns zu Ohren gekommen, dass Sie vorhaben, ein Manuskript voller Irrtümer und Anschuldigungen zu veröffentlichen. Ein Klient, der nicht genannt werden möchte, wird Sie wegen Verleumdung verklagen. Soll dieses Manuskript je herausgebracht werden? Geben Sie diese Unterfangen auf. Hochachtungsvoll, Larry Leiner, Rechtsanwalt. Konstantin, lieber Olga, ich kann dir keine weiteren der gewünschten Informationen geben. Ich gebe meine Kontakte am Kaspischen Meer angemeldet, aber nur erfahren, dass die Adresse nicht länger existieren. Die Firmen, nach denen du gefragt hast, gehören außerdem anscheinend Dachgesellschaften, die wiederum Dachgesellschaften gehören. Wenn ich das Geld zurückverfolge, lande ich entweder auf den Cayman-Inseln oder in der Schweiz in der Sackgasse. Tut mir leid, dass ich dir nicht weiterhelfen kann. Okay, also der scheint irgendwelche Probleme zu haben. Olga, ach komm schon, das ist doch verrückt. Du wirst nicht von Regierungsspionen beobachtet. Dein Telefon ist nicht verwanzt. Du musst kein Wasser aus der Flasche trinken oder aus Dosen essen, weil dich jemand vergiften will. Begreif das doch endlich. Aber natürlich möchte ich mich mit dir treffen. Du findest mich später vor dem Juweliergeschäft an der Tulsa Street. Ja, ich glaube, da liegt ja gar nicht so falsch. Der wird nämlich echt beobachtet. Auch sehr gut. So, sorry Leute, ich muss die. Oh Gott. Ich muss die jetzt gerade schnell erschießen, weil sonst hätten die mich verhaftet. Nein! Alter, was? Jetzt zieh die Waffe. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Okay, also der Typ ist wohl echt anscheinend ein bisschen paranoid geworden, aber das auch zu Recht. Und wir probieren jetzt erstmal abzuhauen. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Weißt du, da streifst du einen einzigen Polizisten und schon hast du diese ganze Scheiße am Hals. So, wir wissen jetzt zumindest, wo er sich aufhält. Vielleicht müssen wir nur umlegen, ich weiß auch nicht. Ach, Mann, ach, Mann, ach, Mann. Kok, kok. Genau. Fährt einfach einen Passanten um. Was ist falsch mit den Leuten hier? Wow. Geil. Nein! Alter! Och, Gott sei Dank. Komm hier durch, ja. Ich probiere jetzt irgendwie nochmal vor den Bullen zu fliehen, aber es sieht gerade anscheinend echt knifflig aus. Nee, ich muss meinen Weg legen. Sorry, Leute, dass das jetzt passiert ist. Das, oh Mann, ist echt ungünstig. Ich lege mir jetzt hier einen Wegpunkt. Denn ich muss eine lange Strecke fahren, damit ich die Bullen am besten loswerden kann. Mann, 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 gar nicht nervig, gar nicht nervig. Okay. Nein! Boah, heilige Scheiße nochmal. Run! Wow. So, left, left. Okay, ja. Nein, jetzt halt doch an. Mann, der Wagen ist im Arsch. Na geil, der Helikopter ist dann auch hinter uns her. So, jetzt aber. Jetzt habe ich nämlich eine längere Strecke vor mir über die Brücke. Tut mir jetzt echt leid, Leute. Leid, Leute, hat gerade mein. Oh Gott. Okay. Nein. So, ich fahre jetzt hier lang. Da hinten ist nämlich alles gesperrt. Ich fahre jetzt einfach mal hier über die Autobahn rüber. Boah, Mann, das gibt's doch nicht. Ich muss hier irgendwie loswerden. Sag mal nicht, dass hier auch eine Straßensperre ist. Nee. Bla 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 bla. Ist der End of the Line. Mimimi. Ach man. Wow. Fuck me. Das hat mir jetzt schon echt viel gebracht. Mann, ich will die doch nur loswerden, verdammte Scheiße. Ach, leck mich. Sorry Leute, ich bin gerade echt ein bisschen angenervt. Pay and Spray. Ach, Alter, was geht denn ab hier? Also vorhin bin ich die
echt schnell losgeworden, was aber Glück war. Pisswasser! Ich probier's einfach an Pain Space zu kommen. Meine Fresse, ey. Nein! Der Wagen ist da natürlich auch echt super dran. So, turn left. Okay. So. Dann werden wir auch gleich beim Paint Spray. Da habe ich wenigstens noch die Hoffnung, dass ich die endlich mal loswerde. Genau, da hinten ist einer, ja. Wenn ich Pech habe, kann ich da jetzt nicht reinfahren, weil mich die Bullen auf dem Radar haben. Komm schon. Funktioniere, funktioniere. Oh, Gott sei Dank, alter Schwede. Meine Güte. Oh, der Wagen ist wieder ganz. Ah. Ist auf einmal so hell. Okay, da fahren wir jetzt mal hin. Boah, was war das denn eben, ey? Da, boah, heilige. Da wäre ich ja noch ewig weitergefahren. Sorry, Leute, das hat mich jetzt ein bisschen... Ach, wir sind schon direkt da. Ah, das ist ja ein glücklicher Zufall. Na gut. Dann mussten wir jetzt wenigstens nicht so lange fahren. Okay, vor dem Juwelier-Geschäft. Da kommt der Olga, glaube ich. Ich nehme es mal an. Ja. Paka. Ja, hätten wir es noch überfahren sollen. Das wäre bestimmt lustig gewesen. So, Alec. Achso, er versucht zu entkommen. Wir müssen ihn kriegen. Dürfen wir ihn abballern oder... Schon mal Fenster einschlagen. Alter, wie fährt denn der? Ach, Mann, ey, na komm. Ich könnte ihm die Reifen wegschießen. Das dürfte sogar noch relativ gut funktionieren. Ja, darf ich ihn umbringen oder wie sieht's aus? Ich probiere mal ein bisschen Geschwindigkeit aufzubauen. Ach du Heiliger. Ja, das ist Glück. Nein. Nein. Oh Gott. Heilige Scheiße, bei so einer Geschwindigkeit. Boah, der geht aber gerade ab, Mann. Mein Freund. Das ist aber nicht so gut. Na, der fährt ja großartig. Großartigst. Wobei ich die Strecken eigentlich immer ganz cool finde, wo man hier fährt, aber da glaube ich so eine Art Skatebar nehmen. Ich will ein bisschen näher dran, Leute. Ah, bisschen noch. Nein! Och Gott, ey, wie fährt denn der? Na, großartig. Ich glaube, wir müssen ihn echt einfach abknallen. Wie schon gesagt, ich will einfach noch ein bisschen näher dran. Nein! Na, großartig. Jetzt hat er natürlich erstmal... Ah, jetzt hat er erstmal einen Vorsprung. Nein! Das ist echt ekelhaft. Oh, Pisswasser. Sah wieder sehr schön aus, die Reklame. Boah, das ist ja recht... Ist ja echt eklig, wie der immer um die Kurven hier fährt. Jetzt wart doch mal! Hä? Ja, geil. Ach man, ich will ihn jetzt nicht verlieren. Fahren wir einfach mal hier lang. Ja, geil. Der biegt sogar rechts ab. So. Gott sei Dank. Warte, deine Info. Oder ich versuche zu entkommen. Erledige ihn. Okay, gut. Dann. Baller ich jetzt einfach drauf. Ist mir egal. Ich will noch ein bisschen näher dran. Ah. Alter. Was geht denn da ab? Oh, da habe ich gerade eine unschuldige Person gekillt. Entschuldigung. Sorry, tut mir leid. Ist gar kein Problem. Ich muss mich ja gerade total konzentrieren, Leute. Ah, na komm. Ja, ja, komm, den kriegen wir. Jawohl. Alter!
So, $6,500 haben wir sogar gekriegt. Boah, was eine Explosion, ey. Es war ja nice. Oh Gott. Waren wir? Naja, gut. Minkoff ist dead. The country is safe. Not by a long shot, smartass. Nothing is safe. No one is safe. Maybe something has been averted. Maybe delayed. I'll be in touch. Goodbye. Jetzt sind die Bullen hinter uns her. Na, super. Nein. Nicht abbiegen. Das hasse ich auch, wenn einfach so ein paar Wagen um die Ecke auf einmal kommen oder von einer anderen Straße und dann einen wegrammen. Das ist richtig ekelhaft. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das läuft gerade viel zu gut. Oh Gott. Oh, Alter, ich bin da gerade echt richtig gut durchgekommen. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass mir die Bullen fernbleiben. Jawohl. Boah, alter Schwede. Okay, Playboy X haben wir jetzt auch nicht zu Ali. Ich würde mal sagen, wir gehen zu dem anderen anonymen Kontakt. Das ist echt schon ein bisschen länger her, seitdem der... Der hat uns ja, glaube ich, eine SMS geschickt. Ist das nämlich jetzt einfach mal ein Taxi? Boah, alter Schwede. Das ging jetzt ab. Taxi, Taxi, Taxi. Geiler Wagen. So. Du bringst mich jetzt mal bitte zum Wegpunkt. Oh, mein Rücken. So, $44. $53.000 haben wir. Das ist echt nicht wenig. Ah, hier ist es auch echt schick. Und da vorne erwartet uns anscheinend eine anonyme Person. Dann hole ich mir mal... Oh. Hat er ihn gefragt, are you gonna spit in my food? Spackst du mir auch mein Essen rein? Ja, weißt du, weißt ja nie. Wahrscheinlich spucken die, wenn die dir so einen Hotdog verkaufen, spucken... Oh. Spucken wahrscheinlich einfach mal... in die Soße rein. Tell me about it. Wanna download? I think Playboy wants me dead. Do put a cap in my dome. End it all. That what you want? Seriously? Nah, fuck that shit. I ain't ready to go out yet. I need you to get him for me. I can't do it myself. He was my boy back in the day. That's something I won't be able to forget. You seem like you got my back, Nico. Help me out on this one, dog. I'll stick by you till the end. Take him out for me. That's a pretty heavy request, Dwayne. Playboy was your best friend. And he's always been straight with me, more or less. I'll have to think about it. Wie krass, ne? Wie mit Michael. Der hat ja auch einfach seinen... Ja, wir haben ja auch für ihn seinen besten Freund getötet. Und jetzt hat uns Dwayne also erzählt, dass, ja, er eigentlich auch Payday, wollte ich gerade sagen, dass er auch Playboy ex tot sehen will. Schöner Name übrigens. Einfach mal wegrammen. Und jetzt, Leute, wer hätte es gedacht, haben wir die Entscheidung. Also wir können jetzt entweder... Boah, das Wasser sieht richtig krass aus. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus mit diesen Teilen da, aber das Wasser, boah, das sieht mega aus. Ja, das sieht echt krass aus. Also da ist die PC-Version ganz heftig, ey. Also das sieht richtig gut aus. Ja, also wir können jetzt entweder Playboy töten oder Dwayne. Die Entscheidung liegt bei uns. BZW müssen wir sie dann später treffen, also wir haben jetzt noch keinen speziellen Punkt hier. Okay, dann treffen wir mal diese Person hier. Bin ich mal gespannt. Mallory? Oder ruft sie uns gerade zufälligerweise an, kann auch sein. Nico, the shit went down with those guys in Bohan. Elizabeth's doing a bid. I think she might have killed Manny. Really? Good thing you haven't been hanging around with them too much. The shit is fucked up. I'm sorry for getting you involved. Don't worry about it. You've got enough on your plate looking after Roman. See you soon. Ja, die Mallory ist echt eine gute, also was heißt eine gute, aber die ist wenigstens auf unserer Seite. Call and collect. Were you followed? Hey, strange seeing you here, Officer McCreary. I told you to come here, fucking maggot. You did? Why? I know about you. Know what? I know enough, boy. Oh, what do you know,
boy. I know you killed Mikhail Faustin. I know a group of Russians want you dead. I know you ain't no saint, boy. I don't know what you're talking about, Chief. You think this is a town that can keep a secret? I really don't know what you're talking about. Yeah, you do. You know that a man's gotta do what a man's gotta do. That people ain't perfect, that life is a mess. Sure, everybody knows that. So, you look out for me, and I don't look out for you. Know what I mean? I think so. So there's a guy trying to blackmail me. Who? I don't know. Thinks he's getting paid, though. The guy's smart. He arranged to do the exchange by the Humboldt River off Silicon Street. Said to call him from the viewpoint there. Okay. Listen, I did what I did. I made a mistake. That don't make me the devil. Now, obviously, I can't go, because then he gets a picture of me giving him money, and I'm admitting guilt. I ain't guilty of nothing, other than being a man. To be honest, I don't really care one way or another. Well, I'm a good man. No doubt. They call me when you get to the spot. Was hat es denn mit dem auf sich, Francis? Begib dich zum Aussichtspunkt am Union Drive East. Wasserfall sieht ganz geil aus. Oh. Mysteriös. Na gut, dann. Das ist die Statue of Liberty. Können wir uns auch gleich nochmal schnell angucken. Ja komm, weißt du, nehme ich jetzt nochmal schnell ein Taxi. Tut mir echt leid, dass ich manchmal ein Taxi nehme. Oder meistens ein Taxi. Aber ich finde das dann doch irgendwie angenehmer. Boah, das sieht natürlich auch nice aus hier. Die heißt hier Statue of Happiness, wenn ich mich nicht irre, ne? Genau. Happiness Island. Und das ist die Statue of Happiness. Ist ganz cool in Wirklichkeit, dass die ja, Statue of Liberty. Und das haben sie so ein bisschen umgedreht, dass sie die ganze Stadt hier, weil das ist ja New York nachempfunden. Und die haben jetzt einfach mal die ganze Stadt Liberty City genannt. Boah, die Bäume, das sieht ja mega gut aus. Das ist echt krass. Sorry, dass ich hier immer so lange bei ein paar Stellen bleibe, aber boah, das ist schon mega. So, komm, dann können wir uns mal schnell angucken. So. Okay. Kann ich, Na gut, da hätten sie noch nicht die Textur nicht so krass geladen. Ja, das ist schon cool. Das ist mega cool. Das ist richtig heftig, ey. Sowas. So ein Spiel machen. Also, so ein Spiel machen zu müssen. Oder, so ein Spiel zu machen, muss ja so ein krasser Aufwand sein. Das muss echt heftig sein. So, okay, dann fahren wir da mal hin. Entschuldigung, hab hier wieder ein bisschen Zeit vertrödelt. Okay. Und wir kümmern uns jetzt mal um den Job. Weil wir jetzt gerade eigentlich auch nicht viel anderes zu tun haben. Alter, das wird Neffe-Musik. Läuft bei dem. Okay.